Musetalk wird präsentiert von KS Digital. KS Digital baut seit über 20 Jahren Referenzmonitore made in Germany. Und so ist die C-Line in vielen Studios die kompakte Abhörreferenz. Herzlich willkommen zu Musetalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Musetalk. Heute mit mir, Marc Ziebart. Non-Eric lässt sich entschuldigen, er ist nicht bei Stimme und hat dafür jemanden gesucht, der auch fast keine Stimme hat, nämlich mich. Ich möchte gerne noch meine beiden Mitdiskutanten begrüßen. Das sind zum einen Andrew Levine. Hallo aus Hamburg, auch. Andrew, wie geht's dir? Alles ja. Gesund und fit bei dir? Ja, Stimme ist da. Und ja, ich habe ein paar Releases angeleiert. Das ist ja ein Thema, was ich in unsere Liste auch reingesetzt habe. Das geht ja heute eigentlich ratzfatz. Tja, ja, musikalisch bisschen wieder mal was Neues. Genau. Und wir haben noch dabei den lieben Mick, auch Mogulator genannt. Ja, guten Tag. Mit dem Kennwort-Chefredakteur. Ja, ich weiß auch nicht, das steht da halt drin. Also das liegt an diesem hier. Da gibt es ein neues Heft. Ihr könnt ja mal unter Synthesizer Magazin gucken, wenn ihr möchtet. Da ist das drin, aber ich mache ja auch noch andere Sachen und so. Aber völlig egal. Guten, herzlichen Morgen und schön, dass ich da bin. Schön, dass ich da bin. Sehr gut, ja, genau. Das finde ich auch immer. Gut, wir haben eigentlich einen relativ bunten Strauß an Themen, was wir halt alles so besprechen können. Habt ihr eine Präferenz, womit wir anfangen wollen? Sagen wir mal, Andrew. Ja, also ich fand das irgendwie ganz interessant, was ich jetzt da reingesetzt habe. Also DistroKid. Ganz speziell. Ich habe ja früher verschiedene andere Plattformen benutzt, um meine Musik oder beziehungsweise die Musik von meinem Label hochzuladen. Das war, glaube ich, ganz ursprünglich TuneCore. Und dann irgendwann bin ich umgestiegen auf CD Baby. Dann war ich mit meinen eigenen Sachen zugange und bin zugange bei Bandcamp. Ja, und das Ding mit Bandcamp ist zwar irgendwie weit verbreitet in der Indie-Szene, aber man findet die Musik natürlich dann nur auf Bandcamp, also nicht unter YouTube Music, Apple Music, iTunes Shop und Amazon MP3, bla bla bla. Erklär doch nochmal bitte einmal kurz für die Leute, die jetzt gar nicht genau wissen, wo du gerade bist, wovon du redest. Du redest vom Vertrieb von deiner Musik, die du aufgenommen hast mit den Bands. Also ich rede konkret von Online-Vertrieb und ganz besonders von, also vor allem Online-Vertrieb, ganz besonders von den sogenannten Aggregatoren. Das sind Plattformen, wo man Musik reinschiebt und dann kommt sie am anderen Ende raus auf allen möglichen Plattformen. Und ja, das ist natürlich deswegen praktisch, weil man dann das Ganze einmal einpflegt, alle sogenannten Metadaten dort reinpackt und dann wird das überall verteilt. Man muss es nicht händisch machen. Es wird für einen durchgeführt. Und da gibt es halt verschiedene Geschäftsmodelle. Ja, was ist der Vorteil von dem, also der, den du erkennst an deinem jetzigen Anbieter, den du gerade hast? Genau, also DistroKid ist ziemlich klasse deswegen, weil man eine jährliche Pauschale zahlt in Abhängigkeit von der Anzahl von Künstlern, die man da unterbringen möchte. Also die einfachste Version ist, glaube ich, ein, zwei Namen sozusagen, unter denen das läuft. Das kann aber auch ein Label sein mit irgendwie 10, 20, 30, 40, wie auch immer, Künstlern. Und dann kannst du so viel Musik hochschieben, wie du schaffst. Und das ist, ich habe das jetzt schon ein Jahr, dieses Abo, habe das mal ein bisschen genutzt und habe da was hochgeladen. Und jetzt war aber die Frage von Michael von Hinzenstern, ein Organist aus Weimar, der sehr aktiv ist in der intuitiven Musikszene. Da ist ja gar keine Musik von uns irgendwie so leicht zu finden. Kannst du mal, du hast doch, schieb hoch. Ja, und dann zack, zack, zack. Jede Woche jetzt mittwochs erscheint
ein Album von unserem Duo Luftstrom, einfach die 4 Session bzw. Konzerte, die ich aufgenommen habe. Und es kostet nichts für jeden einzelnen Release. Du pflegst das Audio ein als FLAC-Datei, du gibst die beteiligten Musikerinnen und Musiker ein, irgendwelche Metadaten, das Cover und schickst auf Absenden. Und wenn alles korrekt war, dann war es das. Ansonsten kriegst du noch mal Feedback, musst du irgendwie das korrigieren. Jetzt frage ich natürlich mal ketzerisch dagegen. Du hast gerade so, ich sag mal, fast demütig gesagt, es kostet nichts. Die Idee vom Vertrieb eigener Musik oder der Musik, die man produziert hat, ist ja eigentlich andersrum, dass man Geld damit verdient. Ist denn da, kann man sagen, dass man das schafft, dass das ungefähr die Kosten, die du im Jahr halt hast für diese Plattform, dass deine Produktionen das auch wieder reinholen? Oder ist das halt eher, ich sag mal, so ein Hobby? Naja, das kann schon gehen. Ich meine, wenn du spezielle Musik machst für ein kleines Publikum, dann ist es natürlich immer schwierig, da was reinzukriegen. Aber du hast bei einem Online-Release natürlich keine Fixkosten in Form von einer physischen CD und einem Cover und einem Booklet und so weiter. Ja. Du stellst auch nicht deinen Keller voll. Aber was interessant ist, also der erste, den ich benutzt habe, TuneCore, da zahlst du monatlich eine kleine Gebühr, aber die kompletten Erlöse, die dann reinkommen, gehen an dich. Also alles, was Apple Music dann hergibt, 2/3 kriegt die Künstlerin, der Künstler. Aber wenn du ein Album hast, was nicht gut läuft, zahlst du natürlich jedes Jahr drauf. CD Baby, da zahlst du einmal für ein Album. Und es gibt immer wieder mal so Specials, wo du dann quasi Upload-Credits für eine Single oder für ein Album kaufen kannst mit einem Rabatt und dann kannst du die im Laufe der Zeit hochladen. Du zahlst aber nur einmal und dann ist es halt für immer vorhanden. Und naja, solange diese Plattform existiert. Und bei Bandcamp zahlst du nichts, aber es liegt halt nur auf dieser Plattform und die nehmen dafür halt einen Anteil von dem Erlös. Und dieses neue Teil, was ich da ausprobiere oder beziehungsweise jetzt schon ein Jahr im Einsatz habe, da zahlst du halt eine Gebühr pro Jahr, ich glaube, das sind im günstigsten Fall 20, 30 Euro. Und jeder Release kostet dich nichts, den du hochschiebst. Aber wenn nach einem Jahr du dich dann entscheidest, da rauszugehen, dann werden deine Releases auch aus den Läden genommen, außer du zahlst nochmal so eine Pauschale pro Album. Also Sachen, die man abwägen muss. Aber um deine Frage zu beantworten, man kann ein bisschen Geld verdienen, wenn man die Sachen in Shops hat, die einem dafür was zahlen. Also bei Streaming kriegst du ja nur Cent oder Bruchteile von Cent für jeden Stream. Aber die Leute hören es. Ist die Frage, was willst du? Willst du irgendwie gehört werden? Willst du Verbreitung haben oder willst du Geld verdienen? Richtig Geld verdienen kannst du nur, wenn du richtig, richtig viele Downloads kriegst, Musik machst, die für ein großes Publikum interessant ist und gefunden wird. Ja, genau. Ja, gut, das liegt ja halt auch daran, dass die Abrechnungsmodelle so sind, wie sie sind. Also ich habe selber noch aus eigener Erfahrung, es gibt noch den Dienst Music Hub, heißt der, und der ist bei der GEMA. Also die GEMA hat sich das irgendwann mal einverleibt. Und ich glaube, dass das letztendlich noch günstiger ist. Also die nehmen überhaupt gar keine Startgebühr von dir, sondern die nehmen einen sehr, sehr geringen Anteil von deinem Aufkommen. Also das heißt, da kannst du wirklich die Musik eigentlich immer auf der Plattform lassen, also ohne dass du halt dann fixe Kosten hast, die jedes Jahr wieder auflaufen. Und sie ist dann überall, also in allen Shops? Ja, also sie wird halt bei Spotify, Deezer, Apple Music und sowas und auch YouTube und sowas, es wird halt überall hin verteilt. Also es ist auch ein ganz normaler Aggregator, wie alle anderen auch. Gibt es, glaube ich, seit 3 Jahren oder so. Ich habe das damals mitgekriegt, als sie das vorgestellt haben. Und habe da halt auch ein Projekt mit einer Künstlerin aus Berlin, was wir da veröffentlicht haben. Also interessant. Also am Ende tun die natürlich leider auch nichts. Also ich sag mal, es liegt dann da und dass es halt dann bekannt wird und dass das halt Leute wirklich hören. Dafür muss man dann selber schon in Aktion treten. Ja, das musst du immer. Also du musst dasselbe bewerben. Auf allen Kanälen, die irgendwie zur Verfügung stehen, und dann kann das potenziell jemand finden. Aber ich finde das eigentlich ganz schön, dass
alles, was von den Shops dann jetzt kommt, quasi 1:1 durchgereicht wird. Wie du sagst, bei wenn du jetzt Sachen hättest, die viele Leute hören, dann ist das natürlich jetzt hier ein günstiges Modell, weil das ganze Geld dann zu dir rüberkommt und nicht noch was abgezwackt wird von den 1,2 Cent pro Stream. Na, wenn es so viel überhaupt ist, also wie gesagt, bei Spotify ist es ja viel, viel, viel weniger. Also ich weiß die genaue Zahl gerade nicht mehr. Da gibt es ja auch Änderungen bei Spotify, dass die nach oben umverteilen wollen. Und dann gibt es ja auch bei Bandcamp eine neue, diese Songtrader-Geschichte. Und das bedeutet halt, dass also nichts ist für immer. Wir hatten da im Sequencer-Talk kürzlich gerade im letzten drüber geredet. Und das Problem bei sowas ist natürlich erstmal, dass die, ich sag mal, Zuverlässigkeit verschieden sein kann. So wie du sagst, dann ist es vielleicht so, dass plötzlich in irgendeinem Monat dann plötzlich alles weg ist, was du da mal eingestellt hast. Oder nee, das glaube ich nicht. Also ein spezieller Millionär irgendwie ganz neue Regeln einführt oder aber, wie soll ich sagen, den Kotflügel und die Räder verkauft und den Rest dann halt unter den Bäumen verteilt und dann hat man ein Problem. Und dieses, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Ich glaube, bei Bandcamp scheint das so ein bisschen zusammenzupassen mit Songtrader. Aber man weiß es halt nicht, ne? So wie Moog und InMusic oder so, was macht die Firma mit diesem Portal und diesen Gebühren und diesem, weil das ist genau das, was sich dann meistens dran ändert. Und deswegen finde ich es auch sehr interessant, was du sagtest, Marc, mit diesem früher der GEMA oder jetzt der GEMA gehörenden Portal, weil viele wünschen sich eigentlich so ein, ja, wie soll man das nennen, in Bürgerhand, also nicht so in so einem Großkonzern, aber auch nicht Staat, sondern irgendwie dazwischen, dass wo irgendwie am besten alle sind und wo es einigermaßen fair ist, das wäre wahrscheinlich das Beste, ne? Also wenn man sowas finden würde, aber das sind letztlich ja doch Firmen, die in irgendeiner Weise ein Geschäftsmodell haben. Und auch bei Bandcamp, da gibt es zum Beispiel diesen Freitag, an dem es dann günstiger ist. Das bedeutet, an allen anderen Tagen nehmen die sich mehr. Oder wir haben hier Steady zum Beispiel, um Geld einzusammeln und so Sachen. Das sollte man also beachten, was da für Bedingungen sind, die sich dann gerade bei den Übernahmen nicht sofort, sondern irgendwann ändern. Und muss dann halt so ein bisschen entscheiden. Und nur vorhanden sein reicht manchmal auch nicht. Nur früher gab es das auch bei Vertrieben, dass du dann halt deine CD oder so irgendwo im Katalog hast. Das heißt aber noch lange nicht, dass die dann auch gekauft wird. Da muss man so also ein bisschen aufpassen. Naja, genau. Ich habe übrigens eben mal reingeschaut hier auf Music Hub. Das kostet 48 Euro im Jahr, wenn du ein jährliches Abo nimmst, sparst du 20% im Gegensatz zu den monatlichen Zahlungen von 5 Euro. Also 48 Euro im Jahr. Dann haben die ihre Bedingungen geändert. Dann haben die das war damals wirklich anders. Also wir haben nichts bezahlt und zahlen auch weiterhin nichts. Also eine kleine prozentuale Abgabe an die aber, glaube ich, also wenn es 10% sind, ist das Maximum. Genau, 10. Und genau, du kriegst 10%. Ja. Also 90% kriegst du und 10% behalten die. Aber jetzt zahlst du halt 48 Euro im Jahr. Und das ist pro Künstler oder ist das pro Label oder pro, was ist das? Oder pro Album oder pro? Nee, also für so viele Künstler wie du, warte mal, for as many artists as you like. Also ach so, okay. Du machst das und dann kannst du beliebig viele Leute unterbringen. Also das ist schon, wenn du jetzt einzeln bist, ist diese andere Plattform günstiger, DistroKid. Mhm. Wenn du jetzt eine Reihe von Künstlern hast, dann ist das schon günstiger. Also für ein Label macht das Sinn. Du hast dann 10 oder 20, weil du bei DistroKid dann entsprechend mehr zahlen musst. Die Frage ist es, wie es jetzt aussieht, wenn du da rausgehst, ob deine Musik dann da bleibt oder nicht. Das kann ich jetzt gerade nicht so auf Anhieb finden. Ja, egal. Kann ich ja nachher mal ist auf jeden Fall interessant. Genau, für die Zuschauer, dass die halt einfach eine Vorstellung haben, was es so für Plattformen gibt und wie das laufen kann.
Prima. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal ein nächstes Thema und dann würde ich mal den Ball zu Mick spielen und würde mal sagen, wir können ja vielleicht mal kurz drüber reden, dass Apple am Montag neue MacBooks und ein iMac vorgestellt hat. Was sagst du? Wenn man jetzt ein typischer Apple-Blogger wäre, würde das Erste, was ich jetzt sagen würde, sagen, oh, da hat sich jetzt geändert, das ist jetzt so ein Halloween-Event, jetzt komplett Video, also jetzt musst du gar nicht mehr da sein, sondern das sind jetzt eben 30, also es ging schnell, ne, und so. Mhm. Und rein fachlich würde ich sagen, für wen war das jetzt? Also ich würde sagen, das ist jetzt so das Schild für alle noch Intel-Nutzer, also die vielleicht so 2020 sich vielleicht noch ein Intel geholt haben, zu sagen, hallo, 11-mal schneller. Allerdings, wenn man noch genauer guckt, gegenüber den anderen M's, ist es so, ist es nett, nice, aber da lohnt es sich nicht. Allerdings kauft sich auch keiner nach 2 Jahren direkt wieder einen neuen Rechner, denke ich mal. Also es gibt einen Push auf den M3, von dem es wieder 3 Versionen gibt, die entsprechend höheren Datendurchsatz haben. Die größeren heißen dann Pro und Max. Und Max ist deutlich größer. Und was der Schwerpunkt ist, wahrscheinlich angesichts der kommenden Brille Vision Pro, dass man ja auch viel Grafisches leisten muss. Und da gibt es dann einen mit 30 und einen mit 40 GPUs, wo man dann noch mehr und schöner rendern kann. Und das brauchst du auch, damit du deine Realität auch möglichst virtuell wahrnehmen kannst und keine Wackler drin sind. Denn da hat sich viel getan, am meisten bei der Grafik. Da haben sich wirklich, also ich glaube, für die Super-Pros, also für die Video-Super-Pros, da lohnt sich der M3 am meisten, weil da eben am meisten passiert ist. Alles ist ein bisschen schneller. Aber ich glaube, für die Musiker, die eher wirklich Musik machen, da lohnt es sich nur, wenn man der absolute High-End-User ist, dem ein Mac Studio oder sowas mit viel Leistung jetzt schon ein bisschen zu eng ist. Ich weiß nicht, ob es diese Menschen gibt, aber soll es geben. Also mit ganz großen Libraries, sehr, sehr viel Files und also sehr, sehr ausdehnende Leistung da benötigt wird und Verteilung, dann lohnt sich das wohl auch. Und dann gibt es noch diese Idee, das sollte man auch sich angucken, welche Kerne jeweils wie verteilt sind. Also diese sogenannten Efficiency-Kerne oder die mit der großen Last, also die wirklich Power haben. Und da muss man genauer hingucken. Die sind nämlich auch eher bei dem ganz großen schön verteilt und bei dem ganz kleineren eher nicht. Und der neue iMac ist ja auch eher einer von den, der gehört jetzt zur unteren Linie. Und da haben ja alle gehofft, dass es da einen größeren gibt, ist aber Antwort, Computer sagt nein. Deshalb, interessant ja, so ist, glaube ich, das eine in der Mitte, ne? Also dieser neue M3 Pro, der hat, glaube ich, von der Verteilung der Kerne, hat der mehr von diesen Efficiency Cores als der M2 Pro und dafür aber auch weniger Leistungskerne. Also da kann ich jetzt aus dem ersten Blick überhaupt gar nicht erkennen, ob der letztendlich der M3 Pro wirklich leistungsfähiger sein wird als der M2 Pro. Weil ohnehin ja der Leistungszugewinn auch nur relativ mittelmäßig ist. Ich glaube, so 10-15% oder sowas stand in den Grafiken. Also ich muss ja sagen, dass der M1 ein phänomenaler Prozessor ist, finde ich. Ich war ja eigentlich auf dem Weg davon, von den Macs rüber zu wechseln zu Windows-Rechnern vor ein paar Jahren. Da hatte ich mir dann so ein Gaming-Pentium aus China mitgebracht und das ist schon, also so ein Gaming-Laptop, das ist schon eine schnelle Kiste, aber als dann dieser M1 rausgekommen ist und ich den einmal ausprobiert habe, weil meine Tochter sich so ein Mac Mini auf meinen Anraten hinzugelegt hat, das ist so schnell und wenn du nicht
den Fehler machst, also gerade wenn du so ein 8 GB RAM-Modell nimmst und nicht 16, wenn du den Fehler machst, dass du zu viele große Applikationen wie DaVinci Resolve und noch irgendwie ein Grafikprogramm und noch irgendwas anderes aufhast, dann geht er schon in die Knie, auch richtig massiv, weil er da irgendwie diesen Memory-Swap machen muss. Aber wenn du halt Resolve hast, dann ist das so schnell, das Rendern ist so schnell, selbst wenn du irgendwelche kompliziert zu rechnenden Effekte hast oder du willst es ausgeben als HEVC, also H265. ich finde, da bleiben zumindest bei den Formaten, mit denen ich arbeite, Full HD, 1920x1080, bleiben keine Wünsche offen mit 4, 5, 6 Kameras. Das läuft super. Also du bist M1. Ja, du bist M1-Benutzer. Genau, ich bin auch, ich habe auch ein MacBook Air mit M1 und 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB drin. So, und ich kann auch nur sagen, das ist der schnellste Rechner, den ich habe. Also ich habe ja halt so auch noch alte Mac Pros. Läuft so lange auch, weißt du? Kannst den ganzen Tag damit arbeiten. Genau, also das ich komme damit noch mehr geworden, also noch besser, weil du halt jetzt 3 Nanometer Fertigungen kriegst und damit halt weniger Strom. Das haben sie auch sehr schön in so Diagrammen gezeigt, wie viel weniger Strom bei so viel mehr Leistung da rauskommt, wegen der, das ist also rein physikalisch eigentlich immer so und das ist auch das, was die Erwartung ist. Nun gibt es da aber Abstammungen. Also die M1 und die M2 und die M3 stammen von verschiedenen A-Chips ab, A14 und A17, sodass der, wie soll ich sagen, das auch ein Zwischenstand ist. Man muss also so sagen, dass man den M2 eigentlich ziemlich schnell rausgeschoben hat, damit man was hat. Und das merkt man auch, also man hätte den vielleicht sogar weglassen sollen und dann gleich diese E-Reihe weiterführen sollen auf der neueren Basis. Ja, das ist richtig. Also diese ganze M-Serie ist einfach schneller, kann wahnsinnig gut mit RAM umgehen. Man braucht viel weniger. Jetzt kann man das übrigens auch ein bisschen freier definieren, wie viel RAM man haben will, weil das ja alles auf dem Chip ist, musst du das vorher ordern. Und so, also das ist ohne Frage, dass der Übergang gut gelungen ist. Aber die Frage ist, welchen sich man besorgen sollte. Und dann gibt es auch noch kleine Fallen, wie zum Beispiel wer den M3 ohne was nimmt, dass du dann halt plötzlich nur noch 2 USB-Ports hast. Also die Einsteiger-Ecke wäre das. Und das macht der Apple gerne mal einen Rechner, sagen wir mal, unter die zu dimensionieren, damit die so einen kleineren Rechner haben. Und der Touchbar-Rechner ist auch weggefallen. So, ja, genau. Du kannst auch bei dem einfachen M3 kannst du nur einen externen Bildschirm noch zusätzlich anschließen. Das ist halt auch eine Einschränkung vielleicht für manch eine Arbeitssituation. Gut, genau. An dieser Stelle ich wollte noch mal würde ich gerne ganz kurz historisch zurückgehen. Könnt ihr euch noch erinnern an den Aiken Archimedes 1987? Grandios, ganz tolle Maschine. Das, als diese Kiste rauskam, das ist schon eine Weile her, da war ich total hin und weg. Die hatte unter anderem einen Basic Interpreter eingebaut. Und eine von den Sachen war halt, dass dieses interpretierte Basic, also so ein Mondlanderspiel in Echtzeit, natürlich nicht mit Grafik, die mit heutiger verglichen werden kann, aber das konnte laufen auf dieser Kiste. Und dieser Chip, der ARM-Chip, der ist damals ja schon dadurch aufgefallen, dass der so unwahrscheinlich wenig Strom brauchte. Das war bloß nicht so ganz im Fokus von vielen. Also die haben die Stromversorgung gekappt und das Ding lief noch weiter. Und die gucken dann so und denken, was ist los? ziemlich irre. Also das war schon vor Jahrzehnten eine fantastische Sache. Und Apple war ja auch so ein bisschen auf diesem Ding, ist dann wieder weg zu den CISC-Chips und jetzt wieder zurück zu dem eigenen. Aber schon historisch spannend zu sehen, was es alles schon mal gegeben hat, ne? Ja, gut, es gab sehr schön. Übrigens, bei uns Audioleuten, das muss man vielleicht auch noch sagen, ist ja dieses Single gegen Multicore doch noch ein Thema. Da sind ja die jetzigen Rechner so gesehen eher langsamer.
und die Multikernleistung steigt natürlich. Es gibt natürlich auch entsprechende Benchmarks und sowas davon. Da ist halt dann bei dem normalen M3 so 11.000 und bei dem M3 Max ungefähr das doppelte 21.000. Daran sieht man dann ungefähr, was passiert. Das heißt, die jetzige Software muss das besonders gut unterstützen, damit deine Software ideal läuft und das ideal verteilt. Und das muss jeder für seine eigene Software, und zwar für jedes Plugin prüfen, weil das natürlich so ziemlich das Letzte ist, was geändert wird. Es gibt sogar Firmen, die das bis heute noch gar nicht optimiert haben. Und dann muss man auch sagen... Also du willst sagen, dass das halt noch nicht mal mehr... Noch nicht mal die DAW hat das quasi unter Kontrolle, sondern eigentlich ist jeder einzelne Plugin-Hersteller, also so kleinteilig ist es wirklich, was deine Performance auf dem Rechner... Ja, mindestens. Es kommt darauf an, was für Bibliotheken du benutzt, wenn du die Sachen entwickelst. Das hat damit zu tun, also das OS organisiert einen Teil davon, dann gibt es... wie du, also sagen wir mal so, ein Software-Synthesizer, du kannst das Filter nicht berechnen, bevor der Oszillator nicht fertig ist. Ja, also klar. Musst du natürlich diese rein, wie soll ich sagen, zeitlichen, das ist ein Echtzeit-Ding, ne, und das muss man sinnvoll verteilen. Du musst so kodieren, so programmieren, dass es so verteilt wie möglich geht. Und das ist was, was wirklich sehr individuell ist. Und ja, einige Firmen sind da ein bisschen schneller und andere nicht so. Und dann gibt es, ich finde, das sollte man wirklich unbedingt sagen, dass gerade in unserer Branche, also alles, was mit Musik zu tun hat, da schreibt einer mal enthusiastisch einen Editor für irgendein Gerät. Und der geht da auch vielleicht noch einmal dran und macht irgendwann mal ein Update und danach nie wieder. Und diese Sachen sind dann genauso schnell wieder verschwunden. Stichwort Electribe Editor, G2 Editor oder so alles, was so ein bisschen älter ist. Und so Dinge, da muss man dann vielleicht wirklich ein bisschen genauer gucken, ob die mit Emulation noch laufen beim Editor. Wäre das ja in Ordnung, wenn das so ginge, ne? Aber weil ja der Apfel jedes Jahr einen Zwangssprung macht und das hat eigentlich überall so einen superkapitalistischen Motor mit eingebaut. Hm. Das war früher. Ja, ich weiß, es war ja mal nicht ganz so schlimm. Das brachte einen Ost raus, wenn es sinnvoll war, und jetzt macht man es halt jedes Jahr schon länger so. Ja. Und das ist die eigentliche Barriere, und da zwingt man dann die Entwickler zu, sich immer wieder neu damit zu beschäftigen oder sogar Teile. Ja, aber apropos zwingen, ich muss euch jetzt auch zwingen zu einer kleinen Redepause, denn wir haben hier auch noch einen kleinen Werbepartner zu verarzten. Und zwar bitte ich die Regie dann mal das Bild einzuspielen. Das ist Hofer, die Hofer Plugins. Die Hofer Plugin-Serie haben jetzt eine Einführungsaktion, dass man 15% beim Kauf der Plugins spart. Ich selbst kann sagen, dass ich zwar jetzt von den neueren habe ich schon länger nichts mehr gekauft, aber ich habe einige Sachen, die ich mit großer Vorliebe benutze von den Hofer Plugins. Das ist zum Beispiel der Analyzer und auch ein kleines, ganz günstiges Tool, oder es wird kostenlos vertrieben von Hofer sogar. Das heißt wie Session Time oder sowas. Damit kann ich halt immer messen, wie lange ich tatsächlich an einer Session gearbeitet habe. Und das ist natürlich bei Projekten für Kunden, wo man auf Zeitbasis arbeitet, eigentlich eine sehr praktische Sache. Ja, kauft gerne Plugins bei Hofer, guckt euch an, was euch da gefällt. Vielen Dank an Hofer für die Unterstützung von Musetalk. So, dann wollen wir uns mal einem weiteren Thema aus unserer Liste widmen, und zwar geht es um das Thema Sound von Marken. Ich weiß nicht, wer von den Zuschauern oder auch von euch Mittalkenden die Sendung Extra 3 kennt. Das ist ja so ein vom NDR so ein, sag mal, kabarettistisches Format. Und da hat man sich in einer der letzten Ausgaben vom 19.10., kann man nachgucken in der ARD-Mediathek, bei ungefähr 19 Minuten beginnt der Beitrag, so ein bisschen drüber lustig gemacht über den Sound von Elektroautos und wie das produziert wird. Es geht heutzutage ja immer darum, dass man solche Klangmarken halt irgendwie auch mit großen Namen spickt. Also im Fall von VW
ist der frühere Genghis Khan-Sänger Leslie Mandoki damit beauftragt worden, diesen Sound für das Anschwellen oder für das Anfahren des Autos und für das Bremsen. Das ist ja eine EU-Vorgabe, dass die Autos solche Klänge machen müssen, weil sie sonst zu leise sind und die Menschen sich nicht mehr akustisch an Autos orientieren können. Und naja, es gibt einen, also das wird in diesem Extra-3-Beitrag auch gezeigt, es gibt ein sehr marketinggetriebenes Video von Volkswagen, wo sie erzählen, wie toll das ist, also dass Leslie Mandoki in seinem Studio halt alle klanglichen Möglichkeiten zur Verfügung hat und dass er sich auch hat von der Natur inspirieren lassen. Und am Ende wird dann nachher mal der Sound vorgespielt, der dabei rausgekommen ist, der nach Worten von Leslie Mandoki so ist, dass man ihm nichts mehr hinzufügen will und auch nichts mehr davon wegnehmen will. Und es ist halt einfach ein doch relativ tristes und da sieht man halt, wie Klangmarkenbildung häufig betrieben wird. Also es gibt halt sehr viel, aus meiner Sicht sehr viel Marketing-Bohai drumherum. Und am Ende bleibt ein Klangerlebnis übrig, das Erlebnis. Mit kleinerer Münze und mit kleineren Mitteln hätte erzielt werden können. Habt ihr dazu eigene Erfahrungen? So, Andrew? Ja, ich habe sowas bisher noch nicht gebastelt. Also ich kenne das aus der Historie wieder. Das sind ja so die ersten Sachen auch, für die man Synthesizer eingesetzt hat. Und irgendwelche Sound-Jingles quasi damit erzeugt hat. Aber es ist Sounddesign mit einem extremen Produktbezug. Und da kann man mehr oder weniger Arbeit reinstecken, natürlich. Und dann funktioniert das mehr oder weniger gut. Ich meine, viele von diesen Sachen haben ja einfach, die haben dann einen richtigen feste Position in der Gesellschaft, in der Geschichte gekriegt, irgendwelche Sound-Jingles, ne? Das ist schon. Naja, schon man klar. Bedenkt also an das, Sachen. Was du hörst, rein. Wenn du einen Windows-Rechner anmachst, das war auch jemand sehr Bekanntes. Oder es gibt auch noch ein Design, Brian Eno. Und dann gibt es noch, ich glaube, es war auf einer Wavestation, da gibt es auch sogar Beiträge zu. Es gibt auch bei Apple so einen Soundmensch, der sich da noch ganz viel gedacht hat, wie muss eine Message klingen, wie klingt ein leeres Bankkonto, wäre auch vielleicht schön. oder wenn es vielleicht um Länder geht, wie das dann so klingt. Wir haben dann hier so, also man könnte das lokalisieren, ne, so das wäre ja alles überhaupt kein Problem. Und das geht bis hin zu, wie klingt eine Autotür, was dann natürlich ein Material-Ding ist und kein nichts, was über Lautsprecher kommt, obwohl man das theoretisch auch machen könnte. Und ich glaube, ganz viel, wie du schon so richtig sagst, Marc, da ist ganz viel dabei von Marketing, weil es gibt sowas auch für Geruch. Es gibt Geruchsdesigner, die für Hotels oder sogar für eine Bank Gerüche entwickeln. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich das Gleiche vom Prinzip her. Und natürlich ist das, überleg mal, Kraftwerk hat ja für die Expo auch ein nicht unerhebliches Geld bekommen. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist durch einen Vocoder und so. Und der Song dazu, ich mag eigentlich den Song, muss ich sagen, den schön. Aber das ist halt natürlich was, wo man dann eigentlich nachher sehr schnell Comedy drauf machen kann, weil irgendwem wird's nicht gefallen, dass dieses Geräusch, was man da hört, das ist so dieses typische, ein bisschen UFO, ein bisschen Future-Fahrzeug. Da sind so Formant-Sachen drin, die so einen Sound haben, der sich so raumschiffartig
also im Glauben Leslie Mandokis verschiebt. Ja, so kann ich mich also selber noch lustig machen über den. Aber wenn ihr selber so einen Job macht, ich habe mal einen Alarmsound designt und den auch anmelden müssen. Also beim Patentamt gibt es da auch ganz andere Regeln. Da musst du die nämlich in Notenschrift aufschreiben, wie das aussieht und sowas. Für jemanden, also für mich. Und das ist tatsächlich... Das ist archaisch. Ja, das ist in Teilen ist das unglaublich archaisch und in manchen Teilen also, sehr modern, weil wir in Deutschland ja dieses Copyright, also wir können eben nicht wie Prince eine Snare für uns sichern und niemand anders darf die haben. Und das alles zusammen ist das, was dann da rauskommt. Ne? Also in dem Fall für VW, das ist natürlich ein Sound, der dann nicht, also den könntest du ja rein theoretisch samplen und dann für einen Lader benutzen oder so, ne? Also rein theoretisch. Wobei man da ja auch nicht, da muss man aufpassen. Skoda zum Beispiel gehört schon zu VW, die brauchen das gar nicht. Aber die, und die sind auch schon lange keine Marke, auf die man herabguckt. Im Gegenteil, sind ja hochwertige ja. Sachen und am meisten auch zur gleichen Bauklasse und sowas, muss er jetzt nicht drüber reden, aber das Entscheidende ist, wie man so einen Sound denn wirklich machen würde. Ich habe auch mal für Spiele Sounds gemacht und ich muss sagen, die mir am besten gefallen haben, die habe ich meistens mit dem Mikrofon aufgenommen, so ein Schlüsselklappern oder so, weil das einfach ja. gut klingt, weil ich dachte, hey, sonst sind da immer so coole Elektro, also so plüm oder pling oder so, zu der Zeit war das noch so. Und wenn du jetzt mal einen richtigen Sound hast, dann ist das ganz gut. Natürlich übertreibt man den fast wieder, ne, und dann klingt das eher wieder so ein Huibu-Riesenschlüsselbund, den du dann so ne, dann, bewegst. Ja, wenn du nah rangehst und direkt mikrofonierst, ne, dann kommt da halt eine Menge raus. Also ich kann nur sagen, ich verstehe das ja, ich habe ja selber auch ein paar solche Audio-Logos und sowas gebastelt. Also zum Beispiel das Lufthansa-Audio-Logo ist ja unter anderem auch von mir. Und ich weiß noch, dass also damals, als dieser Pitch anstand, es vorher einen vorbereitenden dreitägigen Workshop gegeben hatte zwischen dem Mensch von der Agentur, der dafür zuständig war, und den Markenführungsleuten von der Lufthansa. Und das Ergebnis dieses Workshops, das waren, glaube ich, 2 oder 3 Leute, wenn ich das richtig erinnere. Das ist schon, also es ist fast 20 Jahre her. Und das Ergebnis dieses Workshops war eine Klangmarkenpyramide, die wir kriegten. Also wir waren zu dritt und es gab halt noch 2 oder 3 andere Teams, die halt auch was gemacht haben. Und diese Klangmarkenpyramide zeichnete sich dadurch aus, dass lauter Adjektive halt irgendwie pro Pyramidenstein da drin standen. Und ich glaube, das Oberste, was irgendwie ganz oben in dieser Pyramide drin war, war irgendwie sozusagen der erhabene Kranich oder sowas. Also ich sag mal, es war schon relativ viele Allgemeinplätze, die da halt irgendwie drin waren. Dann war die zweite Anforderung, wo ich sehr schmunzeln musste. Also das sollte auf einem, also die Entwürfe, die man abgab, die sollten, damit das halt auch alles miteinander vergleichbar ist, mussten alle auf einem Flügel gespielt sein. Ich habe versucht, den Menschen von der Agentur zu sagen, dass es halt, dass man eine ganze Menge klanglicher Möglichkeiten ausschließt, wenn man halt denkt, weil sie haben immer gesagt, das Klavier wäre das objektive Instrument. Habe ich auch versucht, dagegen zu argumentieren, aber hat halt keiner so richtig verstehen wollen. Am Ende, ich sag mal, war es zu unseren Gunsten, wir haben halt gewonnen und das Lufthansa-Audiologe wird auch heute noch benutzt. Das freut auch heute noch meinen Geldbeutel. Aber ich fand trotzdem, das Zustandekommen war pseudowissenschaftlich und aus meiner Sicht nicht wirklich. Also man hat viel Getöse drum gemacht und ich glaube, die Menschen von der Lufthansa, die da halt irgendwie sich in die Hände der Agentur begeben hatten, die waren auch ganz glücklich mit dem Ergebnis. Aber wenn man eben halt von der anderen Seite hinter die Kulissen geguckt hat und gedacht hat, die haben da einen Popanz aufgebaut und so getan, als wäre das halt wissenschaftlich und eigentlich ist es irgendwie pure Geschmäcklerei am Ende.
Passiert das nicht bei Webseiten und allen anderen auch? Das ist ja eigentlich immer das Gleiche. Also, dass solche, also, dass diese Metaebene sehr groß wird, ne? Also, die Werbung oder die Gefühle, die man da aufdrücken will. Ich habe allerdings auch noch eine Frage. Du sagst, du kriegst da heute noch was und wird das sozusagen per Ausspielen dann bezahlt? Normalerweise, also, ich kenne das so, dass man das dann quasi an die verkauft und dann ist man eigentlich raus, sozusagen. Oder habe ich. Ja, aber da ist ja eine. Das liegt in. Nö, das ist ja halt einfach nur, ich kriege kein Geld mehr von der Lufthansa oder von der Agentur, aber natürlich von der GEMA. Weil halt das noch benutzt wird an diversen, also es sind mehrere Songs damals entstanden, die das halt irgendwie inkorporiert haben, das Thema. Und auch das Audiologo wird halt noch genutzt. Also insofern gibt es von da aus halt immer noch. Es ist halt eine normale Musiknutzung, als wenn ich einen Evergreen hätte, der immer im Radio gespielt werden würde. Ah, okay. Weil ich kenne das halt, ich habe das auch mal gemacht für so Sachen, die es auf der Hannover Messe gibt, so Industriezeug und so Förderbänder oder irgendwas. Ne? Also, und das ist dann halt was, wo du, ja, du schlägst halt was vor und die nehmen das und dann gehört denen das. Wobei, ja, okay, da, also das ist nicht so über die GEMA, aber so, wie soll ich sagen, so mutig wäre man dann nicht, weil das Agreement dann meistens so in die Richtung geht, das ist aber jetzt eigentlich unsers und so. Von daher kann man das also vielleicht bei ganz großen Sachen machen, aber dazwischen nicht. Das finde ich mir einfach interessieren, so wie, weil vielleicht der ein oder andere von uns, so gerade der so ein bisschen Sounddesigner-mäßig drauf ist, das vielleicht macht, obwohl es, so wie du selber sagst, manchmal so ins sehr ins Meta geht und dass man dann auch nicht unbedingt ja aus einem Piano dann sehr fliegende Sounds machen kann. Aber naja. Ja, genau. Also das, ich habe auch mal einen anderen Job gemacht, wo das viel mechanischer war und wo es auch weniger, sagen wir mal, weniger kompositorisch war, für, und zwar für Bayer. Die haben für die USA irgendwie vor, weiß nicht, 5, 6 Jahre her oder so, haben die eine Pillenpackung entwickelt für junge Frauen in den USA, die immer von so einem elektronischen Device daran erinnert werden mussten, dass sie die Pille nehmen müssen. Und dieses Ding konnte eben halt in einer gewissen Einschränkung Töne von sich geben. Das musste aber natürlich halt auch, weil da war ja jetzt irgendwie so ein fest verbauter Akku drin, der irgendwie auch eine gewisse Weile halten sollte. Also hattest du, ich glaube, du hattest bei der Anzahl der Töne, bis wieder eine Pause ist, eine Einschränkung und auch welche Töne verwendet werden konnten. Das war eine ziemlich interessante Aufgabe, weil wir mussten ja sozusagen, wir hatten ja gar nicht so ein Ding dann wirklich da, sondern wir hatten die technischen Informationen bekommen und ich glaube, kam da irgendwas anderes raus als ein Sinuston? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir für verschiedene Szenarien Akku bald alle, du musst jetzt wieder nehmen oder sonst was, haben wir halt da so kleine Tonfolgen entwickelt und das letztendlich, also one-off verkauft, aber ich sag mal relativ erfolgreich verkauft. Das war, glaube ich, auch ein größerer fünfstelliger Betrag, den wir damals dafür bekommen haben. Das, der Badesalz-kompatible, die Frage wäre allerdings, wie diese Signale dann aussehen. Ob die eine dann piep und die andere piep, piep ist und die dritte piep, 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 dann wäre das. Nee, das waren schon, es waren ein bisschen komplexere Folgen. Also du konntest schon Tonhöhen, konntest du darstellen. Also du, die Idee von denen war schon, dass das irgendwie Melodien waren, die irgendwie auf das Ereignis, was sie halt, auf das sie, zu dem sie warnen sollen, halt irgendwie auch ein bisschen hindeuten, was natürlich total schwierig ist, wenn du einfach viele Ausdrucksmöglichkeiten beraubt bist. Aber da musst du eben mal gucken, wie du mit diesen wenigen Möglichkeiten das Beste daraus machst. Also ich fand, das war ein total interessanter Job, weil es halt mal was komplett anderes war. Ich meine, sonst machst du Musik sozusagen irgendwie vom weißen Blatt aus, hier wusstest du, naja, also alles kann ich nicht machen. Hier muss ich hier, kann da mal piepen und dann kann ich eine Pause dazwischen machen. Piep, 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 Batterie gleich alle. Ja, so ungefähr, sowas. Ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern, wie diese Klänge waren, aber das war halt ein sehr, sehr außergewöhnlicher Job, der ja aus meiner Sicht am ehesten in so eine Richtung geht, wie dieses
dieses funktionale Geräusch, von dem wir da jetzt eben bei VW gesprochen haben. Weil ich finde, es ist ja auch ein Unterschied, also ob ein Unternehmen einen Klang für sich als identitätsstiftend irgendwie haben will oder sowas wie, wie du es auch eben halt schon, Mick, für Autotüren und sowas beschrieben hast, da will man einen bestimmten satten Klang haben. Deswegen sucht man sich einen bestimmten Materialmix aus. Und hier dieses Anfahren und wieder langsamer werden, das ist ja eigentlich auch nur so ein, ich sag mal, so ein Utility-Sound. Also man ist gezwungen worden von der EU, solche Klänge einzuführen. Also dass man damit so großem Besteck anreißt und also die VW hat eben halt noch, ich sag mal, noch sehr bodenständig einen deutschsprachigen Künstler, nämlich Leslie Mandoki, beauftragt. BMW hat Hans Zimmer damit beauftragt, wo man so denkt, meine Güte, also geht's noch ein bisschen größer halt irgendwie. Also das für solche Funktionalsounds, das fand ich halt ein bisschen lustig. Das ist schon witzig. Ja, ich meine, das, ich finde auch krass, was du erzählt hast, ist, dass die Tonhöhe dann spezifiziert, also Tonhöhe und Tondauer quasi spezifiziert wird. Aber es sind ja, also gerade heutzutage oder nicht heutzutage, ich kann es ja die letzten 40, 50 Jahre zurückgehen und sagen, dass das Timbre also immer schon irgendwie eine riesengroße Rolle gespielt hat. Und da konntest du früher noch sagen, okay, du machst halt eine Mischung von Oboe und Horn und Kontrabass für was Bestimmtes. Und Das ist natürlich mittlerweile hinfällig, wo du dann sagst, okay, du verwendest irgendwie so einen Oszillator in so einen Filter rein. Und im Grunde genommen machst du vielleicht viel, viel mehr Arbeit an dem eigentlichen Klang, an dem Timbre von dem Klang als die Töne, die du jetzt spielst. Und die Töne gehen ja auch dann ziemlich davon aus, dass du in unserer herkömmlichen westlichen Skala dann arbeitest mit 12 Tönen. Ne? In dem Moment, wo es dann vierteltönig wird, gibt es dann so verschiedene Kunstgriffe. Aber wie ist das mit Elektroautos in Indien? Eine anderen Tradition? Ja, keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt diese Sounds, die sie hier für Europa da reintun, ob sie die halt auch weltweit verwenden oder nicht, das weiß ich nicht. Oder ob es halt auch in anderen Märkten andere Anforderungen gibt. Soweit reicht meine Kenntnis nicht. Ich war nur getriggert durch diesen extra drei Beitrag, weil es halt sozusagen so lustig war, weil das so ein schwärmerischer Film war und was nun, wie viele Tage und Nächte Leslie Mandoki sich über diesen Klang Gedanken gemacht haben soll. Und er hat sich von der Natur halt auch anregen lassen. Und dann hörst du das Ergebnis und sagst, oh, okay. Nee, am Anfang ist der Igel halt langsam unterwegs und das ist eher so ein Papierknistern, was du dann so hören kannst, wenn da irgendwie die Blätter rüberläuft. Und dann beschleunigt er. Also, keine Ahnung. Das, also, wenn ein Auto so ein Geräusch macht, dann das würde wahrscheinlich auch. Naja, aber wo wir eben davon gesprochen haben, wenn du dir jetzt mal so Indien anguckst, wo es halt noch viele Tuk-Tuks gibt und war das in China, da haben sie vor allem so Elektromopeds. Das ist ja nochmal anders. In Taiwan haben sie immer noch die Benziner. Klingt natürlich dann auch richtig natürlich nach Benziner, weil die brauchen keine fertigen Sounds und Lautsprecher, um die abzuspielen. Aber wenn jetzt eine Kultur gewöhnt ist, dass da so ein Tuk-Tuk kommt, dann musst du entsprechend die Sounds für das fahrende Auto vielleicht auch ein bisschen anders designen. Und also ich wüsste, macht ja so viel Sinn, sowas einfach als Aufnahme da zu hinterlegen. Ne? Dann kannst du ja noch mal mit Worten beschreiben, wie das klingt. Aber dass man dann gezwungen ist, quasi das Ganze zu notieren, das ist schon witzig. Ihr kennt doch bestimmt noch diese Dick und Doof Filme und Väter der Klamotte in den also quasi 20ern. Und da hat kein Geringer als Hans-Dieter Hüsch alle Geräusche gemacht. Also Männer, Frauen und Autos. Autos hörten sich so an. Und deswegen ist das auch süß. Und vielleicht sollte man das so machen. Das fände ich auch, hätte dann wenigstens ein bisschen Spaß. Also ja, diese Foley-Artists, die sind ja auch phänomenal, ne? Ja, das wäre natürlich
Das wäre natürlich cool auch. Also wobei, ich hatte mal ein spannendes Interview mit einem gelesen, der meinte, Reisen ist für ihn immer schwierig. Also Reisen zu irgendwelchen Jobs. Dann sagen sie so, machen Sie mal den Koffer auf. Und dann macht er den Koffer auf. Und dann sind da so komische Sachen in großer Zahl drin. Also ein Frauenschuh, ein Männerschuh mit harter Sohle, ein Schuh mit weicher Sohle, irgendwie dies und jenes und alles, was er so braucht, um seine Sounds zu machen. Schon ziemlich irre, was die hinbekommen. Und eine Kokosnuss, natürlich. Kokosnuss immer. Fertige Trappel zu machen. Das ist ganz wichtig. Ja. Aber ich sag mal, das wären ja eigentlich, wenn ich solche Funktional-Sounds machen will, wären das aus meiner Sicht ja eher solche Folie-Artisten Ansprechpartner und nicht Hans Zimmer. Also ich meine, der macht ja Musik. Also ich meine, der macht schon sehr gut Musik, aber ich sag mal, der ist jetzt ja da hat man halt einfach, da ist auch wieder nur die Marketing-Idee dahinter. Wir haben uns ein Big Name geholt, der unseren Sound irgendwie einmal bitte Taylor Swift für den neuen ID3 oder so. Sag mal, dadurch, dass Hans Zimmer jetzt dann schon bei BMW verhaftet ist, müssen sich Mercedes und Porsche und Audi die müssen sich ja strecken, wenn sie da noch kriegen können. Wer ihnen da noch also irgendwie die... Man hätte ja auch jemand Elektronisches, also Depeche Mode fragen können und dann hier vielleicht den Anfang, ja, People are People, diese schönen Neubauten-Sounds letztendlich. Das wäre auch gut. Das klingt nur dann eher nach... schauen Sie mal auf die Motorleuchte, ob dann noch alles in Ordnung ist und bringen Sie einen Wagen in die Werkstatt. Aber das wäre natürlich, ich glaube, also wenn einer von uns diesen Job hätte, ich glaube, man würde etwas Ähnliches machen, weil die wahrscheinlich denken, ja, Elektro, das muss ein bisschen elektronisch klingen, aber es muss auch irgendwie nach Fahrzeug oder so klingen, aber eben auch nicht irgendwie, es wäre ja auch albern, wenn das so ein imitiertes Kolbengeräusch wäre oder sowas. Ne? Also von daher hat man sich da wahrscheinlich auch wieder sehr theoretisch irgendeinen Gedanken gemacht und dann landet man am Ende eben bei so einem Formant-Schiebe-Sound. Und dann, wer weiß, was passieren würde, wenn du da so drei Sachen abgibst und was sie dann nehmen. Ich glaube übrigens, es ist auch nur ein Sound, der im weltweit dann vorkommt, vielleicht aber für jedes Modell, also ein ID3 was anderes als ein ID4 und so weiter. Und vielleicht nochmal für die extra Marken dann Cupra oder Bass. Sowas. Wieder ein bisschen spanischer oder sowas oder ein bisschen mehr Energie oder so, keine Ahnung. Das schneller, ein klein bisschen schneller. Schneller, schöner. Mehr Sonne, bitte. Ja, na gut. Das wollte ich nur sozusagen mal anreißen. Haben wir noch ein Thema, was wir noch mal kurz anbringen wollen? Habt ihr noch einen Themenwunsch, den wir noch besprechen wollen? Mick, hast du noch was auf dem Herzen? Ja, nicht wirklich auf dem Herzen. Nee, also es gibt nichts, was jetzt da drin ist. Auf der Niere. Auf der Niere. Ja, bei Niere, da denke ich eher an Mikrofone. Oh ja, dann ist Android im Spiel. Ja, das ist auch nicht schlecht, auch weil Android könnte, also wir könnten natürlich jetzt die Endo-Werbeabteilung ja mal einfach machen. Wir haben ja da noch einige. Endo-Werbeabteilung. Ja, die ist, das ist eine spezielle Abteilung für dich. Oder eben Roli, ja, können wir auch machen. Ja, weißt du, du kannst ja Roli können wir ja gerne nochmal. Ja. Roli, ja, sag Ende. Ja, was ich noch sagen wollte, fiel mir so auf, dass ich jetzt seit 20 Jahren im Audiobereich zugange bin. Und zwar, soweit ich weiß, weltweit als einziges umweltfreundliches Mobiltonstudio. Das muss man noch unterstützen. Das heißt, bucht Endro für eure Aufnahmen. Warum bist du so umweltfreundlich? Weil du nicht mit dem Auto fährst, sondern mit der Bahn. Oder? Ja, genau. Also so gut wie alle meine Jobs, da reise ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hin. Hier in Hamburg geht es manchmal auch mit Fahrrad. Aber ja, ansonsten Zug. Und mit Solarstrom, nicht mit Atomstrom, oder?
Naja, ich stöpsel mich halt da irgendwo ein, wo ich bin, und da nehme ich den Strom, den sie da haben. Ich könnte natürlich auch meine Akkus füllen mit Solarstrom und die dann mitbringen. Das allerdings brauchst du dann auch nochmal Akkus, und das hat ja auch nicht unbedingt jetzt eine positive Umweltbilanz in jeder Hinsicht. Ja. Nee, das stimmt. Ja, also wie gesagt, dann bucht Andrew für eure Live-Recordings. Er hat wirklich eine Menge Expertise. Das habe ich ja nun auch schon in den diversen Videos gesehen, was er halt in Kirchen und sonst was alles so für Aufbauten gemacht hat und was er sich für Gedanken macht über die Mikrofonierung und so. Das ist, glaube ich, schon aller Ehren wert. Gut, wollen wir dann noch mal einmal kurz dieses Roli-Thema da besprechen? Das war ja eine Firma, soweit ich mich erinnere, war sie, glaube ich, schon insolvent oder jedenfalls kurz davor. Genau wie Waldorf. Gut, erzähl einmal, mal gerne weg. Das geht ja heute häufiger. Ach naja, sie haben halt das große Seaboard gemacht und das auf der, damals gab es noch die Musikmesse in diesem damals noch existierenden Frankfurt am Main. Frankfurt gibt es noch. Damals, ja, naja, ich weiß nicht, bin ich mir nicht so sicher. Manche, also wenn du die Augen zumachst, gibt es dich dann noch, und wenn du schläfst. Naja, auf jeden Fall, dieses war sehr groß angelegt. Also es erschien so, jetzt kommen die, und bei einem neuen Controller muss man immer ein bisschen aufpassen. Und das ist sozusagen der Beginn. Also das Neue war das, was heute MPE geradezu erklärt, ne? Also warum, dass man mit verschiedenen Fingern die Tonhöhen unterschiedlich steuern kann und durch Druck und so weiter dann auch noch ein bisschen anders spielen kann. Das war also unter anderem Roli, natürlich auch Continuum von Haken und sowas. Continuum! Aber die Firma ist leider nach dem Kauf von F-Expansion und mal eine der besten Synthesizer, die es im Analog ähnlichen Bereich gibt, nämlich Cypher 2, also damals auch einfach Cypher, es war so ein Paket, Synth Squad D-Cam hieß das, das waren eigentlich drei Synthesizer, also da gab es noch einen Oszillatorige namens Strobe und einen namens Ember, das war so eine String Machine, und kurz danach oder bald darauf war die Firma dann insolvent. Sie hatten auch schon diese Blocks gemacht, diese ganz kleinen. Das sind so kleine Elemente, die man so zusammensetzen kann, die entweder aus so Lichtpunkten besteht, wo du dann halt praktisch alles Mögliche drauf rumrutschen kannst, um es einfach zu sagen. Und eben diese Tastaturen und diese Blocks gibt es jetzt offenbar nochmal. Immer jeweils eine Oktave oder eben so ein Block. Also du kannst dir sozusagen dein Instrumentarium dann mit selber zusammenstellen. Und das neue Ding ist jetzt das Block M. Wir haben auch etliches an Software aufgekauft, beziehungsweise auch selber entwickelt, die für MPE gedacht war, weil zu der Zeit gab es nicht allzu viel MPE-Klangerzeuger, die das auch umsetzen. Heute gibt es da mehr, auch etliche Synthesizer. Es gibt auch bei dieser tollen Seite sequencer.de so eine kleine Liste von Sachen. Ich habe auch kürzlich bei Gear News einen Artikel geschrieben, was es so an feinfühligen Dingern gibt, wenn man nachgucken will. Das ist eine ganze Menge inzwischen. Das ist nicht mehr ganz so wenig. Und das aber wäre das. Kurze Zwischenfrage. Also das Neue ist jetzt sozusagen, dass Roli wieder da ist. Also hat irgendjemand das aufgekauft, oder ist es sozusagen die gleiche Firma, die halt jetzt wieder solvent ist? Oder wie hat sich das dargestellt? Das ist schon länger, weißt du, wieder das? Da. Also die sind sozusagen schon länger wieder da. Es gab sogar das Gefühl, kommt jetzt noch was, weil es gab halt noch mal ein neues Rise, dieses Rise 2 und so weiter. Also ehrlich gesagt, so genau weiß ich es nicht, wer jetzt sozusagen, also ob da jetzt noch mal irgendwie sich das Karussell gedreht hat. Aber interessant ist, kannst du natürlich jetzt auch einfach mal einblenden, dieses Bild. Und das ist eben einfach so eine einoktavige Variante, wenn du so willst, davon, die du halt so zusammenklicken kannst. Also das ist in dem Sinne von der Idee nicht total neu, weil
Das haben wir ja schon mal gesehen. Sonst mache ich das eben mal selber. So sieht's aus. Ja. Das ist das Ding. Und das sieht man hier nicht so gut. Das ist riesig. Ne? Das ist, hier kann man dann, na, das ist nicht so gut. Da sieht man ja nichts. Hier sieht man, wie groß oder eher wie klein das ist. Übrigens erinnert diese Präsentation sehr schwer an die Apple-Keynote. Dann stand da plötzlich ein Teenage Engineering Synth daneben, mit dem wahrscheinlich kaum jemand wirklich was machen kann. Aber hier siehst du das, ne? Also rechts dieses kleine Ding, darum geht's. Also diese Boxen sind sozusagen so jetzt einzeln zu haben. Mal sehen, ob hier kann man das nochmal sehen. Ne? Also das sind Teile, die du dir dann auch eigentlich wie so eine Orgel auch übereinander stellen könntest und mehrere Pedale machen kannst, weil jetzt mit zwei Oktaven kann man jetzt auch nicht endlos viel abdecken. Aber die Idee ist halt, das alles so klein zu kriegen und wie soll ich sagen, modular, weil bei denen ja alles auch sehr, sehr viel Software muss dann da laufen, damit das Ding funktioniert, aber dafür kann man dann auch viel anpassen. Ist schon, also hier ist nochmal so in groß mit schönem Atomgekringel drumrum. Die Elektronen kreisen drumrum, so wichtig ist das. Und das finde ich, grundsätzlich finde ich diese Idee ja überhaupt nicht schlecht. Ne? Also das ist hier wird dann noch, gibt es dann so einzelne Videos, wo man dann prinzipiell noch sehen kann, was man alles machen kann. Ne? Also ich denke, das wird vielen bekannt sein, weil das ungefähr dasselbe ist wie bei den Großen, also beim Seaboard. Mhm. Aber es ist halt am Ende bleibt halt, dass es eine schöne Produktidee ist, die aber sozusagen ja vom Vertrauen der Nutzer sozusagen ja schon mal einmal eine kleine Ohrfeige bekommen hat, dadurch, dass es mal eine Zeit lang weg war, wo wir hoffen, dass es dieses Mal besser läuft. Ja, das würde ich auch hoffen, allein wegen dieser Fixpension-Software. Und das Ding kostet übrigens 350 Euro dann, so wie es ist. Also ein Tick unter dem Rise 2, was sozusagen die letzte Sache war, was eher so ein, ich sag mal, der Micro-Cork unter den Seaboards, also ein bisschen kleiner, ein bisschen kompakter, damit du das Ding eben auch live mitnehmen kannst. Ich habe es auch tatsächlich schon bei mehreren Artists gesehen, die so einen Teil dann mitgenommen haben, weil das einfach ein schönes Format hat. Das kannst du halt gut mitnehmen und schön so vor deinen Rechner stellen oder vor irgendeinen Synthesizer und dem Rechner, weil das ist meistens natürlich dann doch irgendwie immer dazwischen als Mittler, weil das ist ja ein USB-Gerät mit MPE. Ich finde, das hat immer seine Berechtigung. Ich finde, im Moment sind ja drei Geräte besonders bekannt. Ne? Also das Haken Continuum Fingerboard in verschiedenen Versionen mit diesem Mini, was nicht mehr so feinfühlig ist, weil da fehlt dann ein bisschen was. Dann gibt es das Osmose für Leute wie mich. Ich habe das hier hinter mir stehen. Gibt es auch ein Video zu, wer will, kann sich das mal angucken. Da gibt es dann nur eine Position, nicht nämlich von oben nach unten. Und eben hier Roli mit diesem und vielleicht noch das Linstrument. Und da kann man relativ bald erkennen, welche Ebenen da musikalisch eine Rolle spielen und wo nicht ganz so. Deswegen finde ich, ist das Haken eigentlich immer noch so ein bisschen der Kaiser unter denen mit Kleidung. Mhm. Und dann kommt irgendwie dazwischen für Keyboarder und so das Osmose. Und ich finde, das Roli ist so irgendwo nebenher von den Möglichkeiten. Es geht jetzt nur um die Möglichkeiten, was du im Ausdruck erzeugen kannst. Und Endo wackelt, glaube ich, jetzt wahnsinnig auf seinem Stuhl. Ich glaube, wir sollten jetzt auch mal da gucken, was Endo sagen will. Oder? Nee. Er wackelt gar nicht. Ich wackle gar nicht. Ich meine, das Continuum kannst du nicht unbedingt so vergleichen, weil das ja auch ein kompletter digitaler Synthesizer ist mit 600 Presets. Ja, Osmose auch. Also, ja, stimmt. Das ist natürlich das Osmose auch. Ich habe das gespielt letztes Jahr in Frankreich auf der
da war so eine Synthesizer-Veranstaltung in Nantes, wo ich war, und da wurde das gezeigt. Und im ersten Moment dachte ich noch, oh ja, oh ja. Aber das Ding ist, ich bin ja einfach kein Keyboarder. Also ich komme ja ursprünglich von der Geige und vom Gesang und dann vom Theremin. Und was ich interessant fand, ist, dass du halt mit mehreren Fingern dann quasi so wackeln kannst, was schwierig ist, auf dem Kontinuum zu realisieren. Aber für mich gibt es einfach für das Instrument keine Notwendigkeit. Das ist anders. Oder auf dem Osmose. Das wäre noch interessant. Also als also das, deiner Herkunft. Das, ja, genau. Also das Osmose habe ich probiert, weil das ja auch eher mal irgendwo zu finden ist als das Kontinuum. Und ich mochte einfach die Haptik davon nicht. Also du hast diese komische Oberfläche, die so gewellt ist und hat nicht geklickt, wie man so sagt. Und das erste Mal, wo ich meine Hände auf ein Kontinuum draufgelegt habe, hat es halt sofort geklickt. Und ich dachte, boah, ich glaube, das war bei Schneiders Laden. Da haben die das große in der vorletzten Iteration, also das bisschen dickere Teil da stehen. Und da dachte ich, sehr das schön. Ist der Hammer. Ja. Aber ich glaube, letztendlich ist das Stoff für eine weitere Sendung, wo wir uns über alternative Controller und sowas unterhalten können. Ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir an dieser Stelle Schluss machen und mich bedanken bei Andrew und bei Mick, beim Modulator, dass ihr mich hier so mit meiner eingeschränkten Stimme gut durch die Sendung geleitet habt. Und würde dann in altbewährter Non-Eric-Manier sagen, macht's gut, make more music. Bis bald. Tschüss. Ciao.